Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 30. März 2018. Umbrüche, Veränderungen, Besonderes, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Das spüren die Wiedergeborenen, die Löwengeborenen, die Schützengeborenen, die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Stiergeborenen und die Fischengeborenen. Das sollen auch bewusst wahrnehmen und mal den ersten Schritt machen und ein Signal setzen oder auf anderen zuzugehen. Das ist wichtig, eine wichtige Botschaft für die Waagengeborenen. Von etwas verabschieden oder trennen, loslassen, kündigen, damit etwas Neues kommen kann. Diese Befreiung haben gerade die Steinbockgeborenen und die Jungfraugeborenen. Aber das hilft auch bei den Stiergeborenen, auch bei Skorpiongeborenen und bei den Krebsgeborenen. Die Krebsgeborenen sollen darauf achten, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, verlieren die Gleichgewicht und fühlen sich kraftlos, müde und erschöpft. Gespräche kann unangenehm sein bei den Steinbockgeborenen und bei Wiedergeborenen. Wenn sie wütend etwas sagen, das führt zu Streit. Also eher die Ruhe bewahren und überlegen, was sagen sie und wie sagen sie, wem sagen sie und ob überhaupt etwas sagen sollen. Also das ist sehr wichtig, vernünftig zu sein. Sonst führt es zum Missverständnisse und Streit. Und das war meine heutige Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.